Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Schwert. Wir sind das letzte Mal durch die Galarmine geschritten, haben diese Felderroute hier auseinandergeschraubt und vor uns baut sich schon das Stadion der ersten Arena Typ Pflanze auf. Wir kommen nun in diese Stadt und jetzt wird uns Hopp wahrscheinlich unfassbar nervig vollquatschen. Let's go. Turfield. Ey Ryan, schau mal, das Arena-Stadion von Turfield, wir sind da. Arena-Leiter Yaro ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Ach übrigens, Sani hat nach dir gesucht. Sie will dich etwas fragen. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Woll. Das ist auch schon ihr kleiner Bro. Hey, das ist doch Sanias Volli. Am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser. Der kleine Schwibbi. So, einmal rein hier. Einmal durchheilen. Ach, mein Team voller Waffen. Es ist so schön. Bitte beehre uns bald wieder. Oder auch in anderen Worten, ich hoffe, deine Pokémon sind bald wieder dem Tode geweiht. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu der Geoglyphe einfallen lassen. Geoglyphenmarmelade, das wär's. Es ist hier kein seltener Anblick, wie Yaro ganz gelassen hinter Volli hinterherläuft, die aus dem Turfield-Stadion entwischt sind. Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rose. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Ja, allerdings. Ah, der lässt mich nicht weiter, ich sehe schon. Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis wir das wieder auf Vorderbahn gebracht haben. Also gedulde dich bitte noch ein bisschen. Was ist das hier für ein heftiger Klunker? Er kann nicht. Okay. Ein Wässerchen. Okay. Einen Ewigstein. Und haben wir noch was Schönes. Wirbler. Der Anwender dreht schwungvoll seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Okay. Oh, jetzt muss ich einmal ganz oben rum. Ui. Kraftwurzel. Hallo. Yaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Wenn man hübsche Blümchen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Ein Top-Beleber. Ich gucke natürlich trotzdem erstmal in das Stadion, auch wenn ich da noch nicht rein kann. Achso, Andi blockiert wahrscheinlich die Tür, ne? Also ich muss warten, bis ich dran bin. Ja, okay. Dann auf zu Sania. Turfield. Geschmiegen sich Häuser in ein idyllisches Talbecken, umgeben von Terrassenfeldern. Woll. Hast du schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Und wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Turfield, berühmt für die altertümliche Geoglyphe, die den Hügel am Rande der Stadt ziert. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Woll. Bonk. Drei Kapseln X-Angriff, alles klar. Danke, Voldi, woll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Oha.
Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphen. Was glaubst du, was das darstellen soll? Das sieht aus wie ein feuerspuckendes Viech. Die finstere Nacht, das Dynamax-Phänomen nicht. Ich würde das untere sagen. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dynamaximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Das sagtest du bereits. Was mag das gewesen sein? Ja, das hattest du auch schon mal gefragt. Fragen über Fragen. Wie es aussieht, ist mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nimmt als Dankeschön diese Ligakarte. Ligakarte von Yarrow, okay. Du sortierst die Ligakarte in ein Album ein. Yarrow, der Arenaleiter von Turfy, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Und hier nimm die mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yarrow schlapp machen sollten. Digga, wir werden ja mit Belebern zugeschissen. Geh und zeig denen im Stadion von Turfield, was du auf dem Kasten hast. Freue ich mich schon drauf. Cool, an das obere komme ich nie ran. Weil ich zu small bin. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Wie kann es sein, dass eine vor Ewigkeiten angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Staunen heraus. Aber wenn ich zu viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Wusstest du, dass irgendwo in Turfield ein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Pflanze, Stärke, Schwäche. Also Pflanze, Feuer, Wasser. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht, verstehe nur Bahnhof. Ach so. War's das schon? Weil das ist ja grün, rot, blau. Wegen Pflanze, Stärke, Schwäche. Aber war der Schatz einfach in Tafelwasser? Na gut, mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was mein Gehirn auffrischt. Aber ich will jetzt erstmal in der Arena ballern. Gib dir das, Brian. Ich habe den Pflanzenorden. Das ging fix, was? Tja, wenn es um Volley geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst es bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Hat er sich einmal den Orden gezogen, der kleine flinke Boy. Ja, hier wieder, ne? Ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball. Faszinierend. Trainer war eine Empfehlung von Delion. Ja, ich bin ganz special. Ich schaffe es einfach nicht mehr, ein Galar-Mauzi zu fangen. Wenn du eines hast, würdest du es gegen meinen Mauzi tauschen? Absolut nicht. Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du den Pflanzenorden schnappst, merke ich mir deinen Namen. Oh ja, unser erster Fan. Hops Rivale, genau. Oh, guck mal, hier hat sich der kleine Hops schon einen Namen gemacht. Willkommen im Uniformladen. Suchst du etwas Bestimmtes? Nö. Wer die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch den Arena-Leiter nicht herausfordern, richtig? Woraus sie wohl besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen, ob das hilft. Weiß ich. Gucken wir mal. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal einen grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar.
Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Ja. Gut, dann solltest du zuerst mal deine Uniform schlüpfen. Die ist bei der Arena-Mission Pflicht. Der Mann mit der Nummer 12. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Okay. Die Mission, die der Arena-Leiter von Turfield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Okay. Oh, da ist ein kleines Voldi. Kleines Schäfer-Voldi. Ah, okay, Voldi blockt mich. Der kleine Räudige. 20 von 20, ja. So, warte mal, wen haben wir denn vorne? Voldi. Probiere ich noch, Kranowitz ein paar Level zu geben? Oder level ich lieber Voldi in der Hoffnung auf Entwicklung? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Voldi. Voldi bis Level 20, machen wir. Willkommen, Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. Arena-Trainer Rowan. Kommt mit einem Cortini. Nur das eine. So, kommt gleich Paralyse. Let's go. Blattwerk. Die hat nicht die langsamen Dingsfähigkeit. Und Paralyse, jawohl. Schade. Die Initiative steigt, das sollte dir aber nicht helfen, theoretisch. Korrekt. Critical. Und Paralyse knallt, jawohl. Und manch für den Tod. Arena-Trainer. Du und deine Pokémon seid eine Einheit, so wie sich für die einen Arena-Challenger gehört. Ich frage mich, ob ich die Voldi auch einfach besiegen könnte. Haben wir wieder alle im Sack. Aber hier war noch ein Trainer. Den lassen wir natürlich nicht stehen. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? So ist es, Arena-Trainer Phil. Ein kleines Knopsi. Are you ready to die? Wachstum. Ich habe das Gefühl, das könnte in der Arena ein Problem werden.
Angriff und Spezialangriff. Okay. Solange es nicht die Initiative ist, ist okay. Jawohl, da ist der Flinch und das war's mit Double Buff Knospi. Volume Plonkett. Myra Plizzle. Wie der Fachmann sagt. Oink, oink, oink. Oh, das ist schon ein bisschen tankiger. Oh, auch hier kommt Wachstum. Dann müssen wir wieder auf die Hex hoffen. Schade. Zweiter Boost. Immer gruselig, aber Kranowitz sollte das trotzdem packen. Egal, was Mirapla kann. Drittes Mal Wachstum. Der Sprite auch wirklich größer? Oder kommt mir das nur so vor? Okay, scheinbar will er nicht angreifen. Gut, hat er halt gechoked, ne? Was soll ich sagen? Wie er mal so grinst, obwohl er einfach nur absolut auseinandergeschraubt wurde. Klonkett entwickelt sich. Und es ist die Lore. Oh, kriegt der Typ Feuer dazu? Es heißt einfach Waggon. Lol. Okay. Jawohl, Typ Feuer kommt wirklich dazu. Geil. Es produziert Steinkohle in seinem Körper. Die von ihm abfallende Kohle wurde früher in der Galar-Region fürs tägliche Leben genutzt. Das ist sick. Das ist ziemlich sick. Und Nitro-Ladung ist sogar eine physische Attacke. Ich fasse es nicht. Und es hat Flammenkörper als Fähigkeit. Oh. Eieiei. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein ganz schönes Brett im Team, Leute. Vor allem für die Arena haben wir jetzt nochmal aus einem Typen, der uns gar nicht reinpasst. Was sehr Neutrales rausgeholt, was mir sehr viel helfen kann. Das ist schon nicht ohne. Jetzt haben sie sich aufgesplittet. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter, aber freu dich nicht zu früh. Ja, die guckt so ein bisschen von oben herab. Kommt sie mit einem Frohball. Das hat bestimmt eine Weiterentwicklung und das ist der... Oder von Cortini, die Weiterentwicklung. Das ist bestimmt sein Ace, eins von den beiden. So. Alte Taktik. Und es ist eine gute Taktik. Oh. Es ist auch eine eklige Taktik. Aber Voldi ist es halt einfach. Was soll ich sagen? Nö, komm, wir bleiben drin. Millennium. Säure. Ah, davon tanken wir noch eine, glaube ich.
23 Lebenspunkte haben wir jetzt. Ah, Wachstum. Ah, das ist nur eine Choke-Runde. Jawohl, let's go. Jetzt müssen wir gucken. Da kommt der Crit. Crit Voldemort. Aber scheint keinen Pflanzenangriffsmove zu haben. Dann wollen wir doch mal eine Nitro-Lagung vom Waggon sehen, oder nicht? Sehr cooles Pokémon. Oh, Kranowitz will ich auf jeden Fall noch das Level abbekommen. Chimsticks am besten auch. Mann, bist du stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet ja... Fuck, okay. Na gut. So. Okay, die sind eingesperrt. Ja, dann gehen wir nochmal zurück, ne? Und heilen uns durch. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal die Volley durchtreiben. Aber hey, dann werden sie beim ersten Pokémon vom Arena-Leiter halt Level up, die beiden. Ich werde halt eh mit Voldy leaden. Und werde dann schon mal Druck machen. Das war eine lange Arena. War eine wirklich eine lange Arena. Ganz schön lang ist die. Ja. Nanu, was ist denn? Ich möchte aufgeben. Achso, ich darf nicht nochmal zum Heilen zurück. Aber ich habe halt genug Beleber, wenn das so ist. Bin ich ganz weg umsonst gelatscht. Vielleicht werde ich auch vorher nochmal geheilt, wer weiß. Oder es ist halt Teil der Challenge, dass man nicht Full Life hinkommt. Das könnte auch sein. Schauen wir mal. Wir liegen auch gut in der Zeit. So, dann speichern wir vorher nochmal wegen der Sicherheit. Also ich werde nicht neu laden, wenn ich verliere. Das sollte klar sein, aber... wegen der Sicherheit. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Oh fuck. Ich glaube, ich hätte vorher nochmal durchheilen sollen. Ganz schöne Maschine auch, ne? Aber wenn mir jetzt Voldy fehlt, wäre schon doof. Aber egal, wir lernen daraus. Spiel halt blind. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt. Na gut, dachte ich zumindest. Für dich war sie aber offenbar kein Problem. Hut ab, du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr, für mich alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu dynamaximieren. Das wird ein spannender Kampf. Okay, dann muss ich es ohne Voldy packen. Oder ich belebe ihn halt im Kampf wieder. Jarro, Arenaleiter Jarro fordert dich heraus. Portini im Hyperball gefangen. Muss ich halt mit Kram. Der hat nur zwei Pokémon. Are you for real? Heftige Tunes. An bestimmten Stellen in der Galar-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen, ja, weiß ich doch schon.
Die Dynamaximierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang an. Ein dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Diese Attacken lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Warte den richtigen Zeitpunkt für eine Dynamaximierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Ja. Also sofort. Die Dynadüse, man kennt sie. Yeet. Dicker der Boss. Piepmatz of Doom. Hui. Initiative steigt natürlich. Das Level up. Und Voldi kriegt jetzt keine EP. Kotomi, sag ich doch, das wird's in Ace. Haha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Na, das wird ja. Das wird ja der One-Hit jetzt aber anders sagen. Kann sich auch gerne Dynamaximieren. Zeit für Dynamax, wir werden euch mitsamt euren Wurzeln ausreißen. Ja, try me, bitch. Fangesänge im Hintergrund. Wehre ich ab hier. Bums. Ah. Kein One-Hit, aber... Das packen wir schon. Düner-Angriff, ist das nicht einfach nur ganz... Also ist das nicht quasi Tackle? Initiative sinkt, okay. Hey, ich habe ja noch einen frei. Gut, der war jetzt ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Ich hätte damit 3 Pokémon wenigstens gerechnet. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, Waggon Level 19, Kami Hubs Level 19. Und Yaro wurde besiegt. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. 3200 Attacken. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Und um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Oh, setzen die sich zu so einem Kreis zusammen, ja? Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei, geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Yaro. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Zauberblatt. Ja. Dem nicht auszuweichen ist. Ich dachte, es hat erhöhte Crit-Chance. Egal. Dazu bekommst du außerdem Yaros Uniform. Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Die Pflanzenuniform. Nur zu deiner Information, die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erst einmal Kate, die Arena-Leiterin von Kielten, auf dem Plan. Das ist Wasser. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als das deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Okay. Alles klar. Sagt er nur nochmal dasselbe. Nur weiter so. Und wir sind ziemlich genau bei 30 Minuten. Deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Chance. Und hauen nun rein, Leute. Wir haben den ersten Orden geschafft. Der erste von 8.
Dafür haben wir ganz schön lange gebraucht, ne? Wir sind jetzt irgendwie schon bei Part 8 oder so. Und haben jetzt erst den ersten Orden. In dem Sinne. Gehe ich jetzt auch ins Bettchen. Ist nämlich schon spät. Wir speichern noch zusammen. Hab ein bisschen gespuckt gerade. Aber das ist nicht schlimm. Guck mal, es ist schon 4.32 Uhr oder so. Ja. Ich verabschiede mich mit dem Pflanzenorden in der Tasche von euch. Oder rein. Wir sehen uns irgendwo im Internet. Euer Brian. Knutschi.